Jetzt geht's in Aus dem Archiv nach Zossen, das 2020 ein großes Jubiläum feiern wollte. Denn die erste schriftliche Erwähnung ist von 1320 und damit jetzt 701 Jahre alt. Die Stadtgeschichte sollte über das Jubiläumsjahr hinweg gewürdigt werden. Wegen der Pandemie fielen aber die meisten Veranstaltungen aus. Eine Burgführung, zu der der Heimatverein eingeladen hatte, fand aber statt. Und wir waren dabei. Wir sind jetzt etwa hier, damit wir eine Orientierung haben, und gehen jetzt hier einmal um die Burg herum und versuchen uns da einen Blick zu machen. Ein bisschen Vorstellungskraft, einige noch vorhandene Relikte und das Fachwissen von Archäologe Ulrich Wiegmann. Damit lässt sich die Geschichte der Burg Zossen ganz gut nachvollziehen. Am 11. Juli, einem Samstag, hat der Heimatverein Zossen zu zwei Führungen eingeladen. Die Nachfrage ist so groß, dass einigen aus Platzgründen abgesagt werden muss. Es ist immer doch hier noch ein bisschen mystisch hier um Zossen, um diese Burg. Es ist relativ ruhig, es ist nicht so, dass man ständig dran vorbeifährt. Und es gibt auch eine Menge Neubürger, wie ich sie immer nenne, die jetzt hier zugezogen sind in die Umgebung, die sich jetzt auch wieder dafür interessieren, nachdem ihr Häuschen fertig ist, was die Region so zu bieten hat. Oder aber man stammt aus der Region, lebt heute weiter weg und verbindet die Burgführung mit dem Familienbesuch. Und da dachten wir, ja, klingt interessant, gehen wir auch mal mit. Wie war die Führung? Hat sich auch gelohnt, war sehr schön. Ja, Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht vor allem, ja, und wenn man durchs Stadtbild läuft. Aber auch als ortskundiges Mitglied des Heimatvereins kann man heute durchaus wieder was dazulernen. Da bleibt immer wieder was Neues hängen. Auch von der Interpretation her ist ja jeder anders drauf gewesen in seiner Vorbereitung. Und ja, immer wieder schön. Die heutigen Führungen finden im Rahmen von 700 Jahre Zossen statt. 1320 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt. Archäologe Ulrich Wiegmann hat im Stadtgebiet schon oft Grabungen begleitet. Vor 1200 Jahren gab es hier eine Slawenburg. Wie sie heute in Radusch noch aufrecht oder wiedererrichtet worden ist. Also so eine Slawenburg mit Holz und Erde aufgeschichtet bis 6-7 Meter in Höhe. Nach den Slawen wurde eine neue Burganlage gebaut, später eine richtige Festung. Zossen lag im Grenzgebiet von konkurrierenden Adelsgeschlechtern. Wer waren denn die Besitzer der Burg? Immer unterschiedlich. Also, dass man schwindelig wird da beim Lesen dieser Angaben. Hier sieht man den Burggraben. Und hier an dieser Stelle hat die Burgmauer gestanden. Hier an der Stelle ist noch eine Bastion dieser Burgmauer erhalten. Und hier das Torhaus. Hier führte der Weg durch das Torhaus auf die Burg. Hier ist das Schloss selbst und hier der große, 30 Meter große Burgturm, der Bergfried sozusagen, der hier 1755 abgerissen worden ist, weil er baufällig geworden war. Einiges ist aber heute noch sichtbar, das ehemalige Schloss zum Beispiel. Oder eben die Überreste der Bastion im Stadtpark. Von hier aus wurden Angreifer mit Geschützen bekämpft. Das ehemalige Torhaus ist heute in privater Hand. Hier sehen Sie Mauerwerk original, Mauerwerk reingesetzt. Und hier oben sehen Sie auch so einen leichten Ansatz von einem Bogen. Wir stehen hier also quasi im Burggraben, Ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Und als Angreifer hätten Sie ein Problem, Sie kommen nämlich nicht in das Torhaus rein. Die Zugbrücke ist nämlich hochgeklappt. Und versteckt im Grünen findet man das, was vom Ausfalltor der Burg übrig geblieben ist. Das heißt, hier die große Mauer und hier eine kleine Tür, durch die Kommandotrupps, würde man heute sagen, also so mutige Typen, die dem Feind, der die Burg belagert, in der Nacht im Dunkel ein Haupt geben wollen. Nach etwas mehr als einer Stunde ist die Führung beendet. Noch eine Führung ist vom Heimatverein erstmal nicht geplant, dafür aber andere Veranstaltungen im Zossener Jubiläumsjahr. Am 2. September beispielsweise gibt es einen Vortrag über die Geschichte der Zossener Industrieschule. Ist falsch angekündigt um 15 Uhr, es ist um 18 Uhr leider ein Fehler drin, aber der Tag stimmt, ist Mittwoch und 14 Tage später kommt Herr Professor Dr. Karg aus Berlin und er wird den großen Vortrag halten zur 700-jährigen Ersterwähnung von Zossen.
Und am 4. Oktober wird auf dem Kirchplatz anlässlich des Jubiläums ein Baum gepflanzt. Diese, aber auch andere Termine findet man unter anderem auf www.heimatverein-zossen.de.